Endspiel an der Beerer Straße. Dersimspor oder TuS Finkenwerder. Wem gelingt der Aufstieg in die Landesliga? Nur ein einziger Punkt trennt die beiden Teams. Der Gastgeber mit hellblauen Trikots und mit dem Anstoß. 300 Fußballbegeisterte freuen sich auf eine unterhaltsame Bezirksliga-Partie. Ein paar Sekunden sind erst vergangen. Dersimspor beginnt ruhig. Thiel, der Kapitän, nimmt jetzt das Zepter in die Hand und hat das Auge für den Mann mit der Rückennummer 9. Rustam Weitzel, der spekuliert richtig und piekt die Kugel in die Maschen. Bärenstarker Einstand an der Beerer Straße. Rustam Weitzel, ein Ronaldo-Fanatiker, sagen seine Mannschaftskollegen. Deswegen die Rückennummer 9. Bei Süderelbe 2 gelang ihm der Schritt in die Landesliga nicht. Bei Dersimspor möchte der Mann mit dem Torriecher ab Sommer Landesliga-Luft schnuppern. Die Gäste in Grün wollen den Ausgleich. Doch jetzt erstmal Thiel mit der Ecke. 18 Vorlagen hat er schon. Hanke fasst das Tor Nummer 2 für Dersimspor. Finkenwerder ist jetzt am Zug und sucht den Ausgleich. Mit ihm hier, der Zehner Sebastian Kilon, immer wieder mit gefährlichen Vorstößen und mit dem Auge für Vollport. Daumen hoch für die Hereingabe, doch Vollport hatte den Kopf nicht richtig eingestellt. Von Dersimspor fast nichts mehr zu sehen. Finkenwerder dominiert jetzt das Spiel. Wieder über den auffälligen Kielhorn. Kurzer Tanz mit Kiraj, vorbei an Hanke, vorbei an Hündem. Tolle Schussposition, doch das ist sein schwacher Fuß. Kein Problem für Richono. Zeit für Dersimspors Freistoßmaschine, Benjamin Thiel. 4 hat er bereits direkt verwandelt. Und auch dieser Ball wird brandgefährlich. Torwart Meier kann das 2:0 in letzter Sekunde verhindern. Die Gäste immer noch mit mehr Ballbesitz im ersten Abschnitt. Der Ausgleichstreffer mittlerweile nicht unverdient. Kielhorn bedient wieder Vollpott. Diesmal ohne Kopfball, dafür mit Köpfchen. Der verdiente Ausgleich. Wieder die Pike, wieder die Nummer 9. Der 24-Jährige mit viel Ruhe und mit guter Ballbehandlung. Diesen Schuss hat Torhüter Richono nicht kommen sehen. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit der Partie. Die Begegnung mittlerweile ausgeglichener. Finkenwerder bemüht, doch viele Torchancen gibt es nicht. Der auffällige Kinhorn probiert es mal mit Plan B. B wie Bezirksliga. Für Kinhorn und Co. reicht dieses Unentschieden nicht für den Wiederaufstieg in die Landesliga. Kurz vor Ende der Partie gibt es nochmal ein Lebenszeichen von Dersimspor. Angeführt vom Captain höchstpersönlich. Thiel gewinnt den Zweikampf. Der eingewechselte Chapan will es nochmal wissen, läuft jetzt mit. Thiels Blick in die Mitte und oh Gott, der 19-Jährige anscheinend noch zu unerfahren. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das 1:1 reicht Dersimspor zur Meisterschaft in der Bezirksliga Süd. Die Zuschauer stürmen aufs Spielfeld, doch bevor die Mannschaftsfeier so richtig losgehen kann, gibt es jetzt erstmal die Stimmen zum Spiel. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Spiel nicht verloren haben. Es war ja bis zum Ende der Serie ja äußerst spannend in dieser Liga. Ich glaube, nur noch die Bezirksliga Nord war ähnlich spannend oder ist ähnlich spannend gewesen. Und wir haben Glück gehabt, dass wir früh in Führung gegangen sind, haben ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben. Aber ich glaube, zum Ende hin hatten wir wieder Riesenchancen, um sogar noch gewinnen zu können. Nicht? Aber letztendlich sind wir sogar mit dem Punkt sehr, sehr zufrieden. Ne? Sind aufgestiegen. Das ist die Hauptsache. Ja, ich denke, wir haben heute alles rausgehauen, alles probiert und am Ende hat es einfach mal nicht gelangt. Also natürlich ist die Enttäuschung jetzt groß im ersten Moment, aber ich bin schon stolz darauf, was die Mannschaft hier heute abgerufen hat. Gerade nach dem frühen Rückstand hier auswärts dann nochmal so zurückzukommen und eigentlich auch die erste Halbzeit für mich klar zu dominieren und 3-4 super Torchancen sich rauszuspielen. Davon machen wir leider nur eine. Und zweite Halbzeit waren wir nicht mehr ganz so zwingend, wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten. Und gut, dann langt das am Ende nicht. Aber trotzdem bin ich stolz auf die Mannschaft und ich glaube, wenn man das eben gesehen hat, wenn die Mannschaft vom Platz geht und alle Zuschauer applaudieren, dann haben wir, glaube ich, heute alles gegeben. Ja, ist ein besonderer Aufstieg, weil das ist ja eine kulturelle Geschichte hier. Das ist ja ein kurdischer Verein und ich bin ja, wie man sieht, urdeutsch. Und, ja, das ist schon nicht einfach, ne? Aber wir haben das hinbekommen. Wir sind da, wo wir uns im Sommer einfach mal gewähnt haben. Da wollten wir auch sein. Und jetzt ja, sind wir nur glücklich.
Ich möchte nochmal herzlichen Dank an die Mannschaft sagen und auch an meinen Co-Trainer. Es war eine tolle Sache. Auch unser Liga-Hauptmann Mahmoud Karpan hat viel geleistet und ja, wir sind einfach nur glücklich. Und um das zu realisieren, ist ja der größte Erfolg der Geschichte des Vereins, den gibt es ja noch nicht so lange, sollten wir vielleicht erstmal eine Nacht schlafen und dann gucken wir weiter, was passiert. Ne? Wir werden mehr so ein bisschen lernen. Wir hatten einen riesen Vorsprung. Das Spiel heute war nicht ausschlaggebend dafür, dass wir am Ende nicht einen Platz an der Sonne hatten. Und insofern werden wir daraus lernen, dass wir nächstes Jahr unseren Vorsprung nicht nochmal verspielen.